Ops 29. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann nur weiß auf dem Bildschirm sehen werden. Oder schwarz. Wie meine Seele. Ja, hier ist der Felix und hier sind der Felix und der Maximilian. Ja, moin. Wir sind heute mit einem wunderschönen Diesel-Lok unterwegs mit der Klasse 66. Ich weiß, die hatten wir schon mal. Damals bin ich alleine gefahren und habe mich damals noch so ein bisschen mit dem Anfahren ein bisschen schwer getan. Heute habe ich den Zug mehr im Griff und ich werde jetzt einfach mal sehen, ob ich das Ding in Bewegung kriege und darf mir von Maximilian dabei doofe Sprüche anhören. Vermutlich. Also ich sag mal so, die Fahrprüfung hat er bestanden. Ob er die TPWS-Prüfung bestanden hat, weiß ich aber gerade nicht mehr. Danke. Gerne. Gut, ich würde sagen, wir starten. Wähle die Waggons. Start Abbrechen einfach mal. Okay. Ja. Zack. So. Transporter Simulator innen. Danke. Ach und übrigens, liebe Leute, sollte ich blöde Fragen stellen, die ihr ja aus dem Gehörten hört. Ich höre das aktuell nicht, weil wir haben uns dazu entschlossen, den Bildschirm nicht zu teilen. Genau. Auch wenn so. Du das natürlich gerne noch nachholen kannst, wenn du willst. Das könnte ich tun, warte. Pause. Ja, mach gerne noch schnell. Skype, Doku, React, Anruf, weitere, Max, an, Auftrag, genau. Übersetzt, Teilnehmer, hinzu, unter, Stunde, Audio, Video, ab, Video, Anruf, unter, Bildschirm, teilen. Ich denke auf meinem, oder? Ab, teilen, beginnen, Desk, Fenster, Audio, zu Bild, ein. Ach so, stimmt, Desktop, ja. Teilen, beginnen, genau. Skype, ja, Dokument, also, teilen, beenden, Schalter. Transporter, fortsetzen. Ja, genau, ich höre dich. Gut, dann starten wir mal. Yep. Batterie aktiviert. Registrieren. Bitte melde dich beim GF. Zugnummer Red Only Text Field. 3U44. Sigcode Text Field. 3. Capital U. 4. Signalnummer Red Only Text Field. 5429. Code Text Field. 3U44. 4. 2. 9. Info anmelden. Anmeldung erfolgreich. So. Vor. Fernlichter aktiviert. Klimaanlage aktiv. Lichter aktiviert. Ich bin mit dem Sound einfach mal noch so gar nicht zufrieden irgendwie. Ich muss bei dem echt noch mal was machen. Bei der Klasse 66, ne? Ja. Motor. Guck doch mal, ob du an die Sounds von deiner Modellbahn drankommst. Komm ich nicht. Ah, scheiße. Ja, dann gucken wir mal. So, ich würde sagen, wie sieht's aus hier? Motor aktiviert in 13 Metern. Was? Interesting. Das nennt sich AWS-Bug. Egal. Bleiben Sie gelöst. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal, ne? Wollte ich auch gerade sagen, fahr einfach. Okay. Okay, wir haben Knappe. Bremse gelöst. Ja, ich weiß, dass wir die Bremse gelöst haben, das haben wir schon. Etwas länger. 21.128 Metern voraus. Focus Zone West. Das ist der Job Focus in West. Ich kann das leider nicht sprechen. 160 ist direkt die Geschwindigkeit. Ja, ja, du darfst Vollgas geben. Ja, hier können sie ja nur bis 120. Genau. Deswegen meine ich, du darfst Vollgas geben. Okay, irgendwas stimmt mit der Hupe nicht. Okay. Gut zu wissen, aber klingt eigentlich ganz cool. Na, nee. Aus. Wie schnell bist du? Nächste Zugspitze. 66. Ah, okay. In. Ja, ist okay. Jetzt lass uns doch, sie will sich mitteilen. Ja, oh. Ey, pass mal auf, ich mach hier gleich die Tür auf und schmeiß dich aus dem Führerstand. Das will ich sehen, wie du das hinkriegst bei der Güterzuglock. Du hast recht, Mist. Aber die Klasse 66 hat tatsächlich Führerstandstüren im Original. Also die liegen gar nicht im Maschinenraum, sondern die liegen im Führerstand. Ich weiß. 5, 20, 7. AFB aktiviert. So. Ah, er mogelt. Hä? Was macht er denn jetzt? Abschalten. Worauf hast du die AFB eingestellt? Eigentlich auf 100, aber warum er jetzt 100 dreht auf Stufe 5, 30 nicht? Ich stelle nochmal zwei höher hier.
Der dreht schon wieder ab. Interessant. Aber egal, mit Stufe 5 kannst du ja auch fahren. Aber hey, muss ich mir angucken. Schlage ich mir direkt auf. Backliste. 66 AFB. Geschwindigkeitsänderung auf 80 km/h in 11.148 Metern voraus. Hä, wieso? Von 80 auf 120 auf 80 runter mit diesem Zug ist kein Spaß. Ja, bremsen tut das deutlich besser als beschleunigen, das weißt du, gell? Außenzug Ende Koffer. Vor dem Zug. In. Ja gut. Okay, also der Bug wird mit der nächsten Version behoben sein. Hast du ihn gefunden? Ja, ja. Und woran liegt er? An einer Variable, die ich falsch eingestellt habe. Ich würde dir empfehlen, wenn du 120 und mehr fahren kannst, einfach ohne AFB zu fahren. Bis du das nächste Update hast, weil sie kann ohnehin nur 120, Problem. Die Klasse 67 kann mehr. Die 67, die kann 201, ja, ja, ich weiß. Wobei wir dafür immer noch keine Wagen, keine Strecke haben. Strecke haben wir... Doch, die East Coast Mainline, bei der kannst du die 201 ausfahren mit dem Ding. Okay. Aber bevor ich die Lokomotive baue, beziehungsweise, nee, ich hab's ja sogar schon mal gebaut, aber ich will einen gescheiteren Sound für die. Leute, wenn irgendjemand von euch da draußen eine gute Aufnahme von einer Class 66 hat, die man verwenden darf, dann lasst sie doch bitte mal rüber machen. Es kann von mir aus auch irgendeine amerikanische Großdiesellok von EMD sein, da kann man die meisten auch verwenden. In der Lok steckt ja ein EMD 12-710er. Das sind die fast modernsten Dieselmotoren von EMD. Ah, die rumpelt doch schon ordentlich hier. Ja, schon. Weil ich mag sie. Ich mag die Maschine. Ja. Ich habe leider, als ich in England war, jetzt keine einzige gesehen. Wenn ich das nächste Mal dort bin, muss ich irgendwo hinfahren und rumfahren. Davor raussuchen und dann mal gucken. Du fährst gerade mit Höchstgeschwindigkeit, oder? Ja, warum? Weil du so hin und her schaltest, deswegen. Ja, ich muss immer wieder anziehen. Ach, bremst du so schnell, oder was? Ja. Jetzt bin ich auf 120 und jetzt schon wieder auf 119. Aber du musst dich mit jedem km/h anziehen, das weißt du, oder? Mach ich aber. Aus Prinzip. Ja. Geschwindigkeitsänderung auf 80 km/h in 4.798 Metern voraus. Okay, schon mal langsam. Hast du die Piepstöne aktiviert für die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Ja. Also, falls ich mal langsam beginnen sollte abzubremsen, meinst du? Ja, ja, genau die. Ja. Dann kannst du doch fahren, bis er dir sagt, dass du das machen sollst, ne? Ja, ich wollte nur schon mal gucken, wann sollte ich mich denn langsam mal bereit machen abzubremsen. Achso, ja, beschleunigen brauchst du jetzt 175 Kilometer Schrägstrich H. 80 Kilometer Schrägstrich H. Ja, das stimmt. Das sind dann auch immer Rollen eigentlich. Wenn ich weiß, dass ohnehin bald eine Einschränkung kommt, weil ich mir denke, was bringt's. Ja gut. Wollen wir auch angucken. 115.
114. Wenn ich so weiter bremsen lasse, dann stehen wir irgendwann auf 0. Da. Davor kommt die Geschwindigkeitseinschränkung. Ja. In wie viel kommt ihr denn? 9063 Metern voraus, Geschwindigkeitsänderung auf 80 Kilometer / h in 2526 Metern voraus. Okay, ja. Das ist sehr bald. Ich stimme bei 111. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 2000 Metern voraus. Nächstes Signal, grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 1800 Metern voraus. Nächstes Signal, grün. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 1600 Metern voraus. Wenn du dir sicher bist, dass du die eingestellt hast, dann Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 1400 Metern voraus. Okay. Wir werden gerade eh immer langsam. Geschwindigkeitsbegrenzung von 8. Halt die Schnauze jetzt. Ich hoffe, dass man nicht dann nicht gerichtet. Nein, Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 1000 Metern voraus. Also, dir könnte ich es auch sagen, ob du es umsetzt, wäre dann deine Sache. Aber ich habe also, in dem Moment auf Steuerung. Geschwindigkeitsbegrenzung von. Ich habe es in dem Moment auf Steuerung geflogen. AFB aktiviert. Das ist es. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 600 Metern ich voraus. Ich mach da schon! Hitz mich nicht! Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer / h in 400 Metern voraus. Wie schnell bist du? Okay, du bist safe. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km. AFBD aktiviert. Die erlaubt AFB aktiviert. Geschwindigkeitsänderung auf 60 km / h in 17.948 Metern voraus. Die kriegen wir nicht. Nächstes Signal, grün. Das ist erst kurz vor Dover. Ja, das kriegen wir aber nicht mehr mit. Nein. Nächstes Signal, ich grün. Die nächste Station Folkestone West passt eigentlich eh gut, weil ungefähr dort ist der Abzweig zu einem großen Freight Yard in England, also zu einem großen Frachtterminal. Könnt ihr sagen, dass du bis Folkestone West fährst? Das ist die nächste jetzt, ne? Genau. Das sind noch knappe 5 Kilometer. Ja, genau. Da kommt dann eh auch wieder der Ton, wenn du zu bremsen hast. Weißt du eh. Ja. Denke ich mal. Ach, weißt du, es bringt. Wie bitte? Meinst du diese Station ansagen oder was meinst du? Ja, die und diesen Infoton, wenn man abbremsen soll für die Station, diese Windows-Sound da. Welchen? Den habe ich noch nicht gehabt. Ich sag's dir dann, wenn er kommt. Ach so, das Ding! Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich bin mir sicher, dass du weißt, was ich meine, weil ich habe den damals eingefügt, weil du meintest, du hättest den gerne. Ja, stimmt. Wieso zieht die AFB nicht an? Die lässt sich immer 2 oder 3 km/h langsamer werden. Wir sind jetzt aber auch schon bei A. Wir sind gerade genau. 6 km/h langsamer geworden. Sie fährt halt etwas energieeffizienter. Ja, ich hab's gemerkt. Ich liebe diesen Zug. Wenn ich irgendwann mal noch bessere Sounds für das Teil bekomme, dann können wir den erst feiern. Ja. Ja, die Druckluftventile. Ja. Du kannst ja mal nach Führerstandsmitfahrten von der Klasse 66 suchen. Habe ich eh gemacht. Das Problem ist ja, dass du bei dem Ding für jede Fahrstufe den Sound rausschneiden musst. Und das geht bei der Führerstandsmitfahrt leider nicht. Wie hast du das bei dir jetzt geschafft? Die Soundsamples habe ich gefunden im Internet tatsächlich. Aber die sind halt definitiv nicht gut genug. Leider. Was macht sie denn jetzt? Halt!
ASW deaktiviert. Bremse angelegt. Bremse gelöst. Auf wie viel beschleunigt sie? Der hat auf über 85 beschleunigt. What? ASW aktiviert. Alter, was war das jetzt? Das ist so ein klassischer Punkt für den Zugführer, dass er aufmerksam sein sollte. Und genau das sollte ich jetzt auch sein. Ja, die Station kommt näher. Jetzt kann ich ausrollen lassen. ASW deaktiviert. Ja, ich wollte auch gerade sagen, der Zug ist eh so schwer, der rollt eine halbe Ewigkeit. Dieser klassische Zweitakter-Sound. Das ist im Prinzip ein übergroßer Moped-Motor, weißt du? Ja, was denn? Mopeds sind auch Zweitakter drin. Eigentlich muss aber, wenn der hält, da stemmt sich ja die Lok quasi gegen die Wagen so ein bisschen. Ja. Eigentlich müsste da der Motor aber auch nochmal hochdrehen. Das stimmt, ja. Siehst, ich muss mir die ohnehin nochmal vornehmen, den ganzen Sound. Dann mache ich das dann auch. Wir sind jetzt bei 1300 Metern und er sagt mir noch nicht, dass ich halten soll. Ich hoffe, dass er das für den richtigen Zug berechnet. Das berechnet er für den Zug, mit dem du fährst, ja. Aber so lang ist dein Bremsweg nicht. Du hast da, glaube ich, nur 10 Wagen genommen. Habe ich. Ja, eben. So übel ist der Bremsweg gar nicht. Wir sind jetzt bei 800 Metern, also 870. Ja. Und bei 67 Kilometer pro Stunde. Ja, okay, das erklärt, warum man noch nichts sagt. Du bist relativ langsam dafür, tatsächlich. Aber es wird gleich kommen. 66. 65 und 500 Meter. Folkestone West. Eigentlich hättest du noch weiterfahren können sogar. Sicher ist sicher, mein Freund. Ja, bleib halt nicht zu früh stehen, ne? Muss ich halt wieder anziehen. Nächstes Signal, grün. Neutral. Das war jetzt nicht schlimm. Das dürfte reichen oder das dürfte sogar zu früh sein. Ja, du bist sicher zu früh, würde ich sagen. Bremse angelegt. Wie schnell bist du? Bitte? Bist du zum Stehen gekommen? Ja. Ja, super. Zurück. Ja, coole Fahrt. Motor deaktiviert. Der Hauptschalter ist deaktiviert. Batterie-Klimaanlage deaktiviert. Batterie ist deaktiviert. Fernlichter deaktiviert. Ja, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Pause. Bitte wähle als Spielbe. Danke für das Spielen, Sky. Ops 2. Ja, Freunde. Hat mich gefreut. War ganz witzig, ja. Ja. Und die TWS-Prüfung bestanden? Auf jeden Fall. Also, wir können dich auf englische Gleise loslassen. Ja, das ABS drückst du mittlerweile eh so automatisch. Also, ich meine, mir geht's auch so. Ich denke da auch nicht mehr dran. Es erinnert mich an Signale und damit hat es seinen Zweck erfüllt. Aber ich wurde vom ABS in den letzten Monaten auch nicht mehr zwangsgebremst. Nee, ich auch nicht. Also, im Gegensatz zur PZB, die hat mich gestern erst wieder gekriegt. Bei mir heute Morgen erst. Ja. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Bei mir war es gestern, ich bin im ICE 4 gefahren und habe da einfach so schon rausgezogen. Und zu meiner Verteidigung, ich bin davor mit dem Eurostar gefahren, der hat ja keine PZB. Ja. Yeah. Dann habe ich mir ein ICE 4 genommen, auf irgendeine Strecke gesetzt, ich weiß nicht mehr, was es war. Bin dann raus. Einfach so aus dem Bahnhof und bei 47 hat er natürlich angeschlagen, weil ich die Geschwindigkeit überschritten habe. Die nächste 4, den musst du dir soundtechnisch mal angucken. Ja, das gucke ich mir eh noch an. Habe ich aber auch wenig gute Sounds. Das ist das Problem. Da guck mal im Razem Forum, da gibt's welche. Weiß, ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen... Ja, schön, dass ihr da wart. Genau, beenden wir das Video für heute und ich würde sagen... Ja.
Maximilian, deine Endansage bitte. Jo, viel Spaß noch. Wir nehmen heute noch mindestens ein Video auf, also bleibt uns treu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann wieder, ne? Ciao.